Ich begrüße euch zu Mario Kart 8. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück. Ja, heute bin ich mit Toad-Ed unterwegs hier im Animal Crossing Dorf und man merkt schon, es geht heute wieder schneller her, denn ich spiele in der Hubraumklasse 200 wieder mal. Spiele ich ja viel zu selten. Ist natürlich alles jetzt viel schwieriger. Wow. Viel schneller und man muss halt geübter sein. Ich bin leider ungeübt. Deshalb können wir uns auf spannende Rennen gefasst machen und vor allem auf schnelle Rennen. So, natürlich online und immer mit 12 Spielern. Wenn nicht 12 menschliche Spieler dabei sind, dann wird der Rest der Spieler mit Computerspielern ja halt ausgefüllt. Und dann, ja, sind halt 12 Spieler. So, ich habe mich für dieses Bike hier entschieden, für diese Kombination. Habe zwar nicht sonderlich schnell, dafür gut zu handeln. Anscheinend, das Driften ist mal der letzte Dreck, will ich mal anmerken. War vielleicht nicht die beste Wahl. Hier, guckt mal, wie doof das Driften ist. Ja, Schnelligkeit habe ich außen vor gelassen, da der 200er Hubraum sowieso sehr schnell ist. So. Ja, jetzt ist auch schon gleich das erste Rennen vorbei. Echt beeindruckend. Ah! Habe ihn nicht mehr überholt. Ja, Platz 4. So in der Mitte zwischen den menschlichen Spielern. Passt aber ganz gut. Ja, bin jetzt nochmal kurz rausgegangen, um mein Fahrzeug nochmal zu ändern. Und ja, jetzt hat es leider sehr lange gefunden, bis es neue Mitspieler gefunden hat. Der 200er Modus, der ist leider nicht sehr beliebt, wie es scheint. Oh, jetzt klappt das Driften schon viel besser. Und so gibt es jetzt nur einen menschlichen Mitspieler, der Will aus Amerika. Ich hoffe, das ändert sich noch. Dass nachher noch mehr Leute joinen. Aber mal schauen. Also der Will ist auch Erster. Die Computer-Freaks da hinten, die lassen wir mal schön hinter uns. Nein! Ja, das Auto ist schon fast zu schnell, dass man das gar nicht mehr kontrollieren kann, fast. Wow, lol! Ja, ziemlich imposant. Ja, viel zu schnell. Da habe ich nicht gut die Auswahl getroffen, aber hey, was soll's. So, worüber könnten wir heute quatschen? Habe jetzt nichts Besonderes, kein besonderes Gesprächsthema herausgesucht. Aber wir können einfach mal über Gott und die Welt sprechen, würde ich sagen. Also, so, nicht wieder rausschanzen. So, der Will, da ist er schon. Wir haben ihn eingeholt. Lol. Ja, heute ist Sonntag, der, keine Ahnung, der wievielte, auf jeden Fall Sonntag, damit ihr ein bisschen wissen könnt, wann ich das Ganze aufnehme. Also heute, wenn der Part online geht, ist wahrscheinlich Montag, denke ich mal. Und ja. Schade. Um Haaresbreite habe ich ihn nicht mehr erwischt. Minus 2, na ganz toll. Auf dem zweiten Platz. Minuspunkte, yeah! Haha. So, der eine Typ von eben ist jetzt wieder abgehauen. Dafür bin ich der Gruppe aus dem ersten Rennen wieder gejoint. Ich habe ganz vergessen, dass es ja die Möglichkeit gibt, auch zu seinen letzten Mitspielern zu joinen. Einfach auch da beim Online-Modus die Option bei Freunde. Da gibt es ja Optionen, die heißt ja Freunde und letzte Spielpartner oder so ähnlich. Und da habe ich dann den Leuten hier wieder joinen können. So, das heißt wieder spannender. Ja, was gibt's so für News? Eine ganz tolle. Ihr wisst ja,
Ich freue mich schon sehr auf Yooka-Laylee, den geistigen Nachfolger zu Banjo-Kazooie, und dazu kam heute tatsächlich wieder ein neuer Trailer, nachdem das Spiel jetzt bei einer Messe, ich weiß gerade nicht, wie die Messe heißt, anspielbar war, das erste Mal für das normale Publikum, also nicht die Fachbesucher, sondern wirklich die ganz normalen Leute wie du und ich, konnten da Hand anlegen an das Spiel. Und da gibt es dann auch neues Gameplay-Material, das veröffentlicht wurde. Ach, die blöde Lore da. Die hat mir alles versaut. Und ja, jetzt eben auch einen neuen Trailer, das so ein bisschen die Charaktere vorstellt. Also Yooka-Laylee, Rextro, Trouser und wie sie alle heißen. Und ganz am Ende, Überraschung, wurde ein Gastcharakter angekündigt. Und zwar wird der gute alte Shovel Knight im Spiel sein. Ja, Shovel Knight ist in Yooka-Laylee als NPC anzutreffen. Echt eine coole Koalition. Zusammenarbeit zwischen Yacht Club Games und Playtonic Games. Echt, das ist echt super toll. Da freue ich mich. Erster, noch erster. Wie konnte denn das passieren? Oh, cool. Super. Lol, ist jetzt dagegen gegen die Wand gefahren oder gegen den Pfosten, ich weiß nicht, auf jeden Fall 12 Pluspunkte, tut mir leid für Platz 1, aber ich bin jetzt Platz 1, das ist super. Ja, diesmal haben wir Frühling im Animal Crossing Dorf, sehr gut. Und ich werde hoffentlich wieder das Rennen als erster abschließen, auch wenn das jetzt eher mehr Glück war. Naja, ja, wo waren wir? Yeah, Shovel Knight in Yooka-Laylee zu sehen im neuen Trailer. Ich freue mich so. Ich liebe ja Shovel Knight. Ich habe das Spiel ja sogar mit euch durchgespielt, Let's Played, vor einem Jahr ungefähr. Und da, ich liebe das Spiel. Ich liebe es einfach, Leute. Dazu gibt es ja schon auch eine Erweiterung, eine Gratis-Erweiterung mit Plague Knight. Plague Knight, Plague of Shadows, Plague Knight halt. Jeder, der Shovel Knight gekauft hat, der kann sich die gratis herunterladen, die Erweiterung. Und es sollen auch noch zwei, also es handelt sich bei Plague of Shadows um eine neue Kampagne. Also man spielt Plague Knight und hat eine komplett neue Kampagne. Und es sind noch zwei weitere Kampagnen auf dem Weg. Oh, kacke. Eine mit Spectre Knight und eine mit King Knight, soweit ich weiß. Ja, und die erste von beiden, die mit Spectre Knight, die soll im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht werden. Natürlich auch gratis. Und ja, wer weiß, vielleicht befindet sich da ja auch im Gegenzug etwas zu Yooka-Laylee. Also vielleicht ein kleines Cameo der beiden. Wer weiß. Wäre ja echt cool, wenn Yooka und Laylee ein kleines Cameo in der neuen Kampagne machen würden. Das fände ich echt cool. Ah, Shovel Knight ist echt ein tolles Retro-Spiel. Leute, kauft euch alle. Echt ein cooles Spiel. Und cool, dass Playtonic gleich so einen populären Indie-Charakter mit an Bord hat. Also wirklich schon ein populärer Charakter mit Shovel Knight, den sie da an Bord holen konnten. Echt eine coole Zusammenarbeit, wie ich schon gesagt habe. Ich finde das echt, echt schön. Gibt ja auch eine Shovel Knight Amiibo. Vielleicht gibt es ja dann auch nochmal irgendwann eine Yooka-Laylee Amiibo. Die Entwickler haben ja schon des Öfteren gesagt, ja, das könnten wir uns vorstellen. Und ja, wir könnten uns das auch sehr gut vorstellen und wir hoffen es natürlich auch.
Ach, und Shovel Knights Stimme in dem Trailer, die ist so cool. So, jetzt ist der Typ hier getroffen worden. Das ist sehr gut, denn jetzt bin ich auf dem ersten Platz. Ja, jetzt in dieser Woche kommt dann ja auch der neue... Oh, Kacke! Nein! Wow, das ist so gefährlich hier, die Lenkung. Kommt dann ja auch der neue DLC zu Fast Racing Neo heraus am Donnerstag, glaube ich. Oder Freitag. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Aber dann kann man sich dann im E-Shop laden. Wow, schon wieder ist mir das Scheiß passiert. Und ich werde das natürlich tun. Ich freue mich nämlich. Fast Racing Neo, das ist echt ein super, super, super Spiel. Für alle F-Zero-Fans. Die können sich da besonders freuen. Oh, jetzt konnte ich den leider nicht mehr überholen. Aber mit dem dritten Platz bin ich dennoch halbwegs zufrieden. Wirklich schnell, ey. So, jetzt kommen sie alle hier ganz langsam ins Ziel. Ja, und Fast Racing Neo und SteamWorld High plus SteamWorld Dick in einem Pack, also beide SteamWorld Games, erscheinen dann auch am als Retail-Version diese Woche. Echt auch sehr cool. Also auf Disc. So, passend für den 200er Modus, die F-Zero Strecke, da kommt die Schnelligkeit ganz besonders zur Geltung und es kommt noch ein ganz besonderes Feeling auf. Big Blue. Ja, bei der Retail-Version von Fast Racing Neo wird natürlich gleich der DLC enthalten sein. Also keine Sorge. Kann man dann direkt loslegen. Kauf mir die Retail-Version auch früher oder später, einfach weil ich das Spiel so toll finde und Shinen da gerne unterstütze. Und generell, das sollte man unterstützen, dass auch Indie-Games jetzt die Möglichkeit kriegen. Wow! Hier Spiele als Retail-Version herauszubringen. Das ist echt eine schöne, schöne Sache. Unterstütze ich gerne. Gleiches gilt für SteamWorld Dick und SteamWorld Heist. Die kommen bei den Doppelpack. Kaufe ich mir auch ganz gerne. Mag ja beide Spiele. Hab SteamWorld Heist für ein 3DS und SteamWorld Dick für Wii U. Oh, nur eine halbe Sekunde vorher. Dann hätte ich da noch ein Item mitholen können. Und Shovel Knight für 3DS und Wii U gibt es auch schon lange für Retail. Als Retail-Version kaufe ich mir auch irgendwann mal nach. Und Yooka-Laylee, das gibt es dann hoffentlich auch mal als Retail-Version. Ich bin ja ein Baker, bekomme das Spiel am Release per Download-Code. Habe ja gespendet damals. 20 Pounds. Und bin dann auch in den Credits. Hahaha. Und bekomme das Spiel dann. Yeah, ich freue mich so aufs Frühjahr. Minus 4, ne? Mahlzeit. Ah ja, das Frühjahr, Leute, das wird so schön. Also schon jetzt, wo noch nichts von der NX bekannt ist, noch kein Launch-Spiel und so, haben wir schon wieder einige Spiele in der Palette, die da im Frühjahr erscheinen. Also hauptsächlich natürlich für ein 3DS. Einige tolle Spiele. Zum Beispiel Dragon Quest 8, das Remake für ein 3DS. Das wird bestimmt echt cool. Leute, ich spiele derzeit Dragon Quest 7. Für ein 3DS ist ja erst kürzlich am 16.09. erschienen. Also das Remake von Dragon Quest 7 für ein 3DS und ich bin echt begeistert. Also echt ein typisches Rollenspiel, wie man es gerne mag. Ohne viel Schnickschnack. Einfach chilliges Rollenspiel der alten Art. Kämpfe, Runden passieren ganz toll. Story ganz echt knuffig. Grafik echt schön. Leute, das ist vom Dragon Ball Zeichner, der Grafikstil, das muss man einfach mögen. Wo ich gerade Dragon Ball sage,
Dragon Ball Fusions. Das wurde auch angekündigt und kommt, glaube ich, im Februar bei uns raus. Da hätten wir das nächste Spiel fürs Frühjahr. Boah. Ja. Dragon Quest 8. Reise des verwunschenen Königs. Wird natürlich auch gekauft. Leute, ich liebe Dragon Quest. Hab zwar erst Hüter des Himmels gespielt und natürlich jetzt 7. Aber ich kann es kaum erwarten, bis dann... ja, halt... Reise des verwunschenen Königs rauskommt. Und für ein 3DS und für Wii U und für NX ist ja dann auch das neue Dragon Quest angekündigt. Soll hier rauskommen. Da bin ich schon mal gespannt. Vor allem die 3DS-Version sieht schon mal sehr cool aus. Auf dem unteren Bildschirm ist nämlich eine Retro-Grafik und auf dem oberen Bildschirm eine moderne. Also man hat zwei Grafikstile für... die man zur selben Zeit spielt. Das ist echt ulkig. Sieht echt sehr cool aus und echt eine tolle Idee. Von der NX-Version hat man natürlich noch nichts gesehen. Jaja. Bei Dragon Quest 7 bin ich übrigens... Hab übrigens jetzt gerade 20 Spielstunden. Steck also mitten im Spiel drin. Und ich würde es jetzt am liebsten weiterspielen, wenn mein 3DS nicht gerade leer wäre und laden müsste. Super tolles, tolles Spiel. Ja, was kommt noch im Frühjahr raus? Ja, natürlich Yooka-Laylee. Haben wir ja schon gesagt. Und die neue Kampagne für Shovel Knight. Ah, bremsen! Ah, fein. Also wir haben einiges Futter zum Spielen. Dragon Ball Fusions. Für mich als Dragon Ball Fan natürlich ein Muss. Das Spiel sieht doch sehr interessant aus. Was haben wir noch? Lady Layton, also der Nachfolger zu Professor Layton, kommt ja auch demnächst raus. Haben jetzt zwar noch keinen offiziellen Termin für uns in Europa, aber ich denke mal, das wird sich so im Frühjahr einpendeln. Kacke, kacke, kacke. Ihr wisst schon, Nachfolger von Professor Layton. Man spielt, glaube ich, Professor Laytons Tochter. Oder so. Ich glaube, die hat einen entsprechenden Hund. Hab den Trailer nur einmal angeschaut. Das ist schon lange her. Kann mir jetzt nicht mehr an alle Details erinnern. Freue mich aber drauf. Ich liebe Professor Layton. Spiele auch derzeit gerade den das Vermächtnis von Aslan. Finde es bisher auch ganz cool. Hab da um die 10 Spielstunden, falls das irgendjemand interessiert. So, bremsen. Wichtig. Was haben wir gelernt? Diese Kurve hier, die ist sehr fies in diesem Modus. In dieser Geschwindigkeitsstufe. Ja, was kommt noch so raus? Ganz viel, Leute. Yo-Kai Watch 2 in 2 Versionen sogar. Hab den ersten Teil hier von Yo-Kai Watch, hab ihn aber noch nicht richtig gespielt. Deshalb habe ich dazu noch keine Meinung. Aber echt cool, dass es auch der zweite Teil zu uns schaffen wird. Yo-Kai Watch. So, was haben wir noch für Spiele? Lass mal überlegen. Ja, dann natürlich dieses neue Mario Sportspiel. Das angekündigt wurde bei der letzten Nintendo Direct. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber so eine Art Fortsetzung zu Mario Sports Wix für Mix, nicht Wix. Alter, ist das peinlich. Mario Sport Wix. Oh Gott. Ja, ja. Schlimme Gedanken habe ich. Schlimme Gedanken. Auf jeden Fall, ihr wisst schon, das Spiel gibt es verschiedene Sportarten und so. Golf, Tennis, Reiten, Baseball und Pferdereiten. Kommt ja dann auch noch raus. Das Spiel sieht schon mal sehr interessant aus. Hat auch einen Online-Modus und alles. Aua. Aua. Gerüchten zufolge soll es ja auch für NX kommen. Und auch mehrere Sportarten bieten. Wäre auf jeden Fall ein toller Launch-Titel für die Wii. Für die NX.
Also so ein Multiplayer-Titel, wo man immer mal wieder reinwerfen kann, gleich zum Release. Oh, ich bin erster Platz. Wäre ziemlich willkommen. Und Gerüchten zufolge soll es ja auch noch mehr Sportarten geben als diese 5, die man zu sehen gibt. Bekam halt. Mal schauen. Wobei ich das irgendwie nicht glaube. Denn es wurde ja schon das Cover von dem Spiel veröffentlicht. Und das sind eben nur diese 5 Sportarten drauf abgebildet. Muss natürlich keine Bestätigung sein. Und vielleicht gibt es ja bei der möglichen NX-Version ja mehr Sportarten. Ich weiß es nicht. Dieses Mario Sports Superstars Dingens für ein 3DS. Das wird auf jeden Fall echt cool. Darauf freue ich mich. Wow, und ich habe den Mario hier fast überrundet. Schaut mal. Und erster Platz, das ist natürlich sowieso eine super Leistung. Ja. Freue mich auf dieses Mario Sportspiel. Also echt, die Mario Sportspiele sind echt immer super. Machen echt immer Laune. Und jede Sportart soll in sich, ja, super sein, also für sich stehen. Ja, anders ausgedrückt, sie sollen sich nicht nur anfühlen wie Minispiele, die Sportarten, sondern eher wie eigenständige Spiele. So will ich das ausdrücken. So, Hyrule-Piste. Natürlich erwartet uns dann auch noch das neue Pikmin-Spiel für ein 3DS, da wo man das erste Mal, indem man 2D, eine 2D-Perspektive hat. Normalerweise mag ich 2D ja nicht so, einfach weil wir in letzter Zeit so übersättigt sind von dem Ganzen. Komm, komm! Ah, scheiße! Ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Aber das sieht echt interessant aus und ich bin gespannt, was sie da für Ideen reinbringen. Demnächst, ja, ja, erscheint es dann und ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich drauf, wieder Neues von Pikmin zu sehen. Ja, herrlich. Demnächst erscheinen ja auch noch die Ports, Mario Maker für ein 3DS und Yoshi's Woolly World. Na, interessiert mich beides nicht, vor allem beim Mario Maker. Da fehlen ja Online-Funktionen. Ist nicht sehr cool. Somit verliert das Spiel am Reiz. Zumal ich es ja eh schon für Wii U habe. Und ja, ihr versteht schon. Na, Animal Crossing kriegt ja auch noch ein Update. Na, ihr seht schon, es gibt in nächster Zeit echt eine Menge zu spielen, vor allem als 3DS-Besitzer. Und da haben wir noch gar nicht über die NX gesprochen. Die soll ja auch im März kommen. Und die bringt sicher das ein oder andere Spiel mit, das es dann zu zocken gibt. Vielleicht wird ja sogar noch Monster Hunter Stories für ein 3DS angekündigt, dass es im Frühjahr erscheint bei uns. Das wäre auch wieder ein weiterer cooler Titel, den ich mir wünschen würde. Und da erwartet uns echt noch einiges für ein 3DS. Echt einiges. Einiges Zeug, dass es zu zocken gilt. Echt hochwertige Sachen, die da noch auf uns zukommen. Ach, der 3DS, so eine tolle Konsole. Ja, ja, Monster Hunter Stories, das wäre echt cool, wenn das dann für Europa angekündigt wird. Und ich denke mal, die Zeichen sind gar nicht mal schlecht, denn bisher sind eigentlich so gut wie alle Spiele, Monster Hunter Spiele für Nintendo-Plattformen, auch in Europa erschienen. Monster Hunter 3, Monster Hunter 3 Ultimate, Monster Hunter 4, Monster Hunter Generations und jetzt hoffentlich dann auch Monster Hunter Stories. Ist ja so eine Art Rollenspiel, soweit ich weiß. Und das will ich unbedingt spielen. Das sieht super interessant aus, auch freue mich. Hat auch eigene Amiibos und so. Wäre cool. Monster Hunter Stories. Neben Dragon Ball Fusions war das mein Wunschspiel, das es zu uns schaffen soll. Und da Dragon Ball Fusions ja jetzt angekündigt wurde für Europa, hoffe ich jetzt natürlich ganz doll noch auf Monster Hunter Stories. Wäre echt eine super Sache. Ja, NX kommt auch noch raus im März, habe ich ja schon gesagt. Und ist auch bestens bekannt und wird auch einige Spiele mitbringen. Welche, das wissen wir ja noch nicht und will da jetzt auch nicht weiter reden drüber, da wir es ja nicht wissen. Aber da können wir sicher sein. Und Nintendo-Fans, wir werden jetzt im Frühjahr einiges zum Zocken haben, wenn auch nicht für die Wii U. Die Zeit der Wii U scheint leider um zu sein. Langsam aber sicher Paper Mario
fällt mir spontan ein, das noch rauskommt. Und natürlich noch der Port von Darksiders 1. Der ist auch noch interessant, vor allem für mich. Ich habe Darksiders 1 nie gespielt. Sei aber ein cooles Spiel, da werde ich dann die Gelegenheit haben, es im Oktober nachzuholen. Freut mich. So, und wir sind auch schon im letzten Rennen für heute angelangt. Das ging aber schnell, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, einiges zum Zocken gibt es. Vielleicht auch noch das ein oder andere unangekündigte Spiel für ein 3DS, wer weiß das schon. Und das ein oder andere Indie-Spiel wird bestimmt auch noch kommen, wo wir uns drauf freuen können. Indie-Spiele, die sind in letzter Zeit sowieso immer besser geworden, auch von der Qualität her, und ich sage nur Shovel Knight, ja, jetzt fange ich schon wieder zum Schwärmen an. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Yooka-Laylee, das ist im Prinzip eigentlich auch ein Indie-Spiel. Wow, ich gehe hier richtig ab! Ja, und mal schauen, was da noch so kommt. 3DS, da lebt noch ein bisschen. Echt super natürlich. 3DS, oh, echt eine super Konsole. Wer noch kein 3DS hat, der tut mir echt leid. Der sollte sich schleunigst einholen. Es gibt so viele tolle Titel für ein 3DS, die unbedingt spielenswert sind. Von jedem Genre unzählige Vertreter, die echt super sind. Der 3DS, eine der besten Konsolen, die es je gab, würde ich sagen. Und mal schauen, was die NX so wird. Ich freue mich auf die NX. Vielleicht wird sie ja jetzt in der Woche angekündigt, die gerade läuft. Kann ja jede Woche soweit sein. Hoffen wir es mal. Jeder will Infos. Naja, aber über die NX werden wir bestimmt bald die Gelegenheit haben zu reden, denn es kann ja echt nicht mehr lange dauern, bis diese endlich angekündigt wird. Ja, ja. Tolle Spiele kommen auf uns zu. Soweit wir wissen, für ein 3DS und so. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es heute mal gefallen. Heute ging es mal schnell zu im 200er-Modus. Echt lässig heute. Leider ist die Nutzerbasis hier nicht sehr hoch. Nicht sehr viele Online-Spieler spielen diesen Modus. Deshalb hatten wir immer relativ wenige Online-Mitspieler, menschliche Mitspieler, aber war trotzdem lustig. Mal was anderes, hat mir auch Spaß gemacht und das Gesprächsthema war eigentlich auch ganz cool, mal hier zu resümieren, welche Titel uns denn noch erwarten, so in nächster Zeit. Mir hat Spaß gemacht. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst, wenn ihr denn drauf Lust habt. Das war mein letztes Spiel, mein lieber Freund. Okay, ciao Leute, danke.